Leute, heute hier in dieser Aufgabe geht es um Folgendes. Und zwar berechnen Sie den Innenwiderstand, also diesen großen RI. Den müssen wir jetzt hier berechnen. Und ja, das Erste, was wir hier wissen müssen beim Innenwiderstand ist, deaktivieren der Quellen. Das Zweite, was wir hier wissen müssen ist, wir gucken von außen nach innen rein. Sprich, unser Auge sieht hier in diese Richtung rein. Okay, machen wir mal Schritt 1. Also, wir deaktivieren die Quelle, Spannungsquelle, wird deaktiviert, Strich durch, Stromquelle, deaktiviert einfach, ausradieren. Wie sieht das Netzwerk dann wieder aus? Sieht so aus, hier dieser 20 Ohm Widerstand, dann geht es hier runter, da ist der 10er und hier ist auch tipp. So sieht es hier aus, hier ist der 10er, hier ist auch ein 10er. So. Ja, wer jetzt schon ein bisschen abstrakter denken kann oder dreidimensionaler denken kann, der sieht, das hier ist parallel zu diesen beiden. Also ich zeige es mir nochmal um. Das ist der 20er, das hier ist der 10er, das hier ist auch nochmal ein 10er, ist auch ein 10er. Seht ihr das? Die ist so aufgedreht, das sind diese beiden, das sind diese. Ja, hervorragend. Was haben wir hier? 10, 10, macht 20, parallel zu 20, ich schreibe es mal hin. Also 20 parallel zu 10 plus 10. Ich lasse hier einfach mal, ja, lass mal nicht weg. Dem ist das gleiche wie 20 Ohm parallel zu 20 Ohm. Formelmäßig 20 Ohm mal 20 Ohm durch 20 Ohm plus 20 Ohm ergibt, ja, wie könnte es anders sein, 10 Ohm. Also Innenwiderstand hier ist nicht Fragezeichen, sondern hier 10 Ohm. Happy Birthday! Ja Leute, das war hier schon das Video zur Berechnung dieses Innenwiderstands. Hoffe, es hat euch, dir, Ihnen gefallen. Und falls ja, würde ich mich hier über so einen Daumen hoch freuen. Ja, nicht vergessen, hier oben diesen großen Button hier zu drücken, diesen runden Kreis. Damit unterstützt du diesen Kanal hier. Und hier geht es weiter mit einem coolen weiteren Video. Wünsche dir einen schönen Tag. Dein Alexander Wim hier in Elektrotechnik in 5 Minuten. Tschüss und auf Wiedersehen.